Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zum Straßenmeisterei-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid, und zwar mit einer weiteren Preview. In der letzten Folge haben wir uns ja die Ausbesserungsarbeiten an dem Asphalt angeschaut. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Euch scheint das sehr zu gefallen. Die eine oder andere Kritikpunkt kam auf jeden Fall auch auf. Den werde ich dann im Laufe der Folge nochmal so ein bisschen aufgreifen. Ne? Und wir wollen heute einen weiteren Auftrag machen. Wollen uns aber vorab mal so ein paar Geräte nochmal hier anschauen. Ne? Ihr habt ja gemerkt, dass man hier in dem Lager diverse Dinge aufnehmen kann. Das ist immer ein bisschen auftragsgebunden. Ne? Das heißt, wir haben hier die ganzen Baken, wir haben hier Leitplanken liegen, haben hier auch so Absperrungen noch mit dabei und viele weitere Geschichten und Geräte, die auf jeden Fall im Laufe der Aufträge dann auch nach und nach freigeschaltet werden. Einige Dinge sind halt wirklich Deko-Objekte. Ne? Man hat natürlich gewisse Dinge, wo man hier Sachen auch entsorgen kann, wie zum Beispiel Leitplanken. Hier haben wir zum Beispiel den leeren Eimer reingestellt oder auch verschiedene andere Sachen. Ne, wir haben einmal hier eine Asphaltiermaschine, dann haben wir hier eine sogenannte Walze, ne, so Muldenkipper haben wir auch mit am Start. Die sind alle, so wie das hier aussieht, ohne Lizenz. Wir haben natürlich auch weitere Gerätschaften. Wir können hier, bevor wir einen Auftrag angenommen haben oder keinen Auftrag annehmen, verschiedene Gerätschaften. Der MAN, wir haben hier einen ganz normalen MAN mit einer ganz normalen Auflage, den wir hier mit dabei haben. Dann haben wir noch hier, den haben wir beim letzten Mal gesehen, mit dem Fahrleitsystem, den MAN hier verbaut. Ne, den hatten wir ja auch schon dort im Einsatz gehabt. Dann haben wir hier noch so eine Art Unimog. Ne? Der ist dementsprechend für die Straßenreinigung, glaube ich, gedacht, so wie das hier aussieht. Es gibt auf jeden Fall mehr Aufträge, als wir jetzt hier in der Preview zeigen dürfen. Wir dürfen 3 insgesamt zeigen. Den kompletten Inhalt, das Spiel ist ja immer noch Work in Progress, das heißt, es ist noch nicht final. Ne, wir haben rein theoretisch die Möglichkeit, schon alle Aufträge durchzuführen, sind aber ein bisschen beschränkt, ne, da wir euch auch die Vorfreude da noch so ein bisschen vorenthalten wollen. Ne. Hier haben wir so ein Baumschneidegerät, ne, und hier haben wir dann noch ein weiteres Fahrzeug. Ne, das ist hier für die Straßenbahn Fahrbahnmarkierung gedacht, ne, das Gerät. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Ich würde sagen, wir nehmen uns einen neuen Auftrag, den holen wir uns wie immer hier an dem jeweiligen Punkt ab. Ich will aber schon mal vorab das Tor öffnen, nämlich da brauche ich da gleich nicht einmal quasi einsteigen. Kann ich das überhaupt schon vorher machen? Ne, wir können das erst öffnen wohl, wenn wir einen Auftrag haben. Dann holen wir uns doch einfach mal einen Auftrag, und wir werden heute beispielsweise Bäume beschneiden an der Landstraße. Ne? Alles wuchert. Auf der Landstraße ist das Astwerk einiger Bäume zu stark gewachsen. Die Bäume müssen sofort beschnitten werden. Kennt man ja heutzutage. Ne? Das ist übrigens auch die Aufgabe der Straßenmeisterei. Was ihr geschrieben habt in den Kommentaren ist auch Folgendes, dass natürlich viele Privatfirmen das heutzutage machen. Es waren noch Fragen, ob die Sounds vielleicht nochmal verbessert werden, der Fahrzeuge. Und ob vielleicht auch noch so eine Art Wirtschaftssystem hier vielleicht mit reinkommt, ob man die Geräte zu Beginn direkt hat. Das sind natürlich viele Fragen, die ich euch aktuell noch nicht beantworten kann, aber ich denke mal, bis zum Release werde ich da eine Antwort für euch parat haben. So, ich würde sagen, wir steigen mal in diesen Unimog ein, auch wenn hier, man kann das unschwer erkennen, das ist halt ein Unimog, auch wenn man jetzt hier keine Lizenz dafür hat, das heißt mit F wieder einsteigen, mit C kann man das Ganze machen, mit der rechten Maustaste gedrückt, ne? Kann man hier quasi rumrotieren, und wir starten mal das Fahrzeug. Handbremse mit Space lösen, und dann würde ich sagen, dass wir einmal zu dem Startpunkt fahren und werden dann die Bäume heute so ein wenig beschneiden. Ansonsten könnt ihr mit den Numpad 7 und 8 könnt ihr halt die Blinker links und rechts bedienen. Mit der Numpad-Taste 8 habt ihr halt die Möglichkeit, die Warmblinkanlage einzuschalten. Also Blinker ist 7 und 9. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, noch die Rundumleuchten einzuschalten. Sehen noch ein bisschen aus wie aus dem 13er oder so. Im LS zumindest, um das mal so ein bisschen zu vergleichen. Es ist halt immer schwierig, Spiele zu vergleichen. Ich tue mich da auch grundsätzlich immer schwer. Der Grundgedanke von dem Spiel ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber ich denke, dass da das ein oder andere vielleicht noch mit hinzukommen sollte. Das ist jetzt hier meine persönliche Meinung.
vielleicht ein kleines Wirtschaftssystem, wo man auch ein bisschen wirtschaften muss. So ein paar Dinge, die da noch mit hinzukommen sollten. Ne? Der Fahrzeugsound, den man jetzt hier wieder hört, sollte vielleicht auch nochmal überarbeitet werden. Aber wir sind natürlich noch in einem, ja, sagen wir mal, in einem Endstadium der Entwicklung. Ne? Ich hoffe, dass das eine oder andere vielleicht noch mit hinzukommen wird. Natürlich halten wir auch an Stoppschildern, wie es gehört. Gucken schön links und rechts und fahren dann jetzt quasi weiter, um jetzt gleich die Bäume zu beschneiden. Ansonsten gibt es noch eine weitere Mission, die wird dann morgen erscheinen. Und dann ist das Preview dementsprechend dann auch abgeschlossen erstmal. Und ich bin mal gespannt, wann wir dann auch weitere Aufträge zeigen dürfen. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und eine Frage noch, die wir noch beantworten können, ist, das Ganze erscheint für den PC, ne, und sowie auch für die gängigen Konsolen. Ne. Das heißt, auch auf euren Konsolen wird das Ganze dann zu Ostern erscheinen. Link in der Videobeschreibung. Und wir sind jetzt hier angekommen an unserem jeweiligen, sagen wir mal, Arbeitsbereich. Ne. Das heißt, hier ist die Landstraße und da können wir jetzt die Bäume beschneiden. Ich würde sagen, wir schalten mal einmal hier die Warnblinker ein. Und die umleuchten, ne, damit wir den vorhergehenden Verkehr so ein bisschen warnen. Ich habe den Auftrag vorhin auch schon mal durchgeführt. Die Aufträge variieren immer so ein bisschen. Finde ich auch ganz cool. Das heißt, wir fahren jetzt hier das Arbeitsgerät aus. Das müssen wir gedrückt halten. Man hört jetzt also hier die Hydraulik, ne, des Baumschneidegerätes hier mit dem Unimog und kann jetzt hier quasi ranfahren. Beziehungsweise muss die Taste E drücken. Und hat jetzt hier so einen kleinen, sagen wir mal, ja, so einen kleinen Orientierungspunkt, damit man halt auch sieht, wie man das Ganze jetzt hier oder wo man quasi ranfahren muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorfahre, verschiebt sich das Ganze dann gleich. Und wir können jetzt hier die Bäume soweit beschneiden. Das heißt, wenn wir hier ranfahren, seht ihr, ihr müsst ein bisschen nach links oder rechts. Ihr solltet das relativ mittig haben. Wir haben 6 Bäume zu beschneiden. Und müssen halt immer so ein bisschen gucken, dass wir da die Mitte so ein bisschen treffen, um halt auch die Äste jeweils dann auch zu entfernen. Sehr schön. So ein bisschen weiter links rüber. Ne, da vielleicht nochmal eine Anpassung von den Sounds, damit man so ein kleines Schneidegeräusch hat, weil man hört jetzt irgendwie hier nur so ein leises Knacken. Aber wir sind auch gleich fertig mit dem Beschneiden. Hier müssen wir halt ein Stückchen weiter rüber. Das müsst ihr immer relativ mittig halten. Und dann, wenn wir fertig sind, ne, können wir das Gerät wieder ausschalten. Das Ganze wieder mit Q einklappen. Und ich fahre dann jetzt einfach gleich mal ein Stück zurück. Um jetzt dann auch die Äste aufzusammeln. Das ist nämlich auch unsere Aufgabe. Wir sind auch dafür zuständig. Natürlich die Äste, die wir jetzt beschnitten haben. Hier, wir machen mal die Handbremse rein. Und steigen dann einmal aus. Ne, natürlich immer gucken, ob auch alles frei ist. Sehr schön. Zack. Und jetzt können wir die Äste hier aufladen, ne, und werden die dann jeweils später dann auch entsorgen müssen. Ja, das sind also Aufgaben, die im täglichen Doing bei einer Straßenmeisterei gemacht werden. Klar, gewisse Aufgaben werden auch mittlerweile von Privatfirmen erledigt. Ne, hattet ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Und einen gewissen Teil hoffe ich, dass das noch ein bisschen komplexer wird von dem Aufgabenbereich. Es gibt natürlich noch weitere Aufträge, wie Leitplanken zum Beispiel austauschen, die wir machen können. Es gibt dann noch Fahrbahnmarkierungen, die wir später machen können. Oder eben halt auch andere Tätigkeiten, wie zum Beispiel auch eine Straße asphaltieren. Das kommt dann im späteren Game mit dazu. Ich hoffe, es gibt noch so ein kleines so ein kleines skillbasiertes Level-System, wo man vielleicht die Fahrzeuge nach und nach freischalten kann. Das würde ich auf jeden Fall begrüßen. Ja, und auch vielleicht ein paar Sounds noch auszutauschen, um das Ganze so ein bisschen realistischer zu gestalten. Ne? So, das haben wir jetzt hier fertig. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal, ich fahre jetzt nochmal ein kleines Stück vor, zu den letzten Ästen, um die dann auch nochmal aufzuladen. Anbremse wieder rein, aussteigen
Und da passt das Ganze. Ne? Ist auch alles animiert hier. Ne? Das heißt, die Bewegungen sind auch soweit animiert von der einzelnen Person. Da würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht nur so eine Third-Person-Ansicht haben. Ne? Dass man halt die Spielerfigur vielleicht auch nochmal sehen kann. So, wir haben jetzt alle Bäume soweit beschnitten. Ne? Können jetzt hier die Laderampe wieder schließen und werden dann jetzt hier zurück zu unserem jeweiligen Werkshof fahren. Oder zur Straßenmeisterei. In dem Sinne. So, das heißt, wir können jetzt auch hier wieder die Warnblinker ausschalten und auch die Rundum leuchten. Und das Ganze ist auch mit Gamepad steuerbar. Habe ich jetzt persönlich noch nicht getestet. Eine Konfiguration vom Lenkrad bisher auch nicht. Bin ich jetzt auch überfragt, ob das Ganze dann auch steuerbar ist mit Lenkrädern. Ich hoffe es natürlich, dass das auch noch möglich sein wird hier in dem Spiel. Da ist ja erstmal nur ein Preview. Wie gesagt, das ist noch eine nicht ganz finale Option, auch wenn wir schon rein theoretisch alle Aufträge spielen dürften. Aber da könnt ihr euch vor dem Release auf jeden Fall freuen, weil irgendwann dürfen wir dann euch auch die anderen Aufträge zeigen. Ne? Aber jetzt sind wir erstmal hier auf die Asphaltierarbeiten ein wenig beschränkt. Beziehungsweise die Auspassungsarbeiten, die Bäume beschneiden und was wir dann in der nächsten Folge machen, werdet ihr dann morgen sehen. So, wir lassen die Fahrzeuge hier mal alle durch. Grafiktechnisch ist es auf jeden Fall okay. Ne? Vom Optischen her. Aber für all die Leute, die gerne mal so einen Ablauf einer Straßenmeisterei natürlich mal spielen wollen, ist es, denke ich mal, eine solide Simulation, würde ich sagen. Es ist mal wieder was Neues vom Grundsatz her, was es so meiner Meinung nach noch nicht gab. Das hatte ich schon mal so ein bisschen in der letzten Folge angedeutet. Und wir können jetzt hier abbiegen, blinken einmal. Da vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier reingefahren sind, dass der Blinker vielleicht automatisch ausgeht. Das wäre auch noch eine Verbesserung zum Beispiel. Und wir müssen das Ganze jetzt hier entsorgen. Da muss ich mal kurz gucken. Wo müssen wir denn da hin? Wo haben wir denn den ganzen Spaß hier? Ich glaube, hier rechts, glaube ich, ne, war das. Fahren wir da mal hin. Sehr schön. Ich glaube, hier war das, ne? Bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Handbremse, Motor aus, aussteigen. Und dann die Laderampe öffnen. Genau. Da müssen die Äste jetzt rein. Die werden jetzt natürlich sach- und fachgerecht entsorgt, ne, wie sie es gehört. Und vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, dass man dann hier die, wenn die voll sind, diese Container vielleicht auch noch entsorgen muss. Ne? Oder dass da jemand vorbeikommt, dass man dafür sorgt, dass das Ganze dann entsorgt wird. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Tipp in meine Richtung. Ich werde auch nochmal eine kurze Zusammenfassung dementsprechend machen, wo ich so meine Eindrücke und auch eure Eindrücke, die ihr in den Kommentaren geschrieben habt, auch nochmal, dass wir das nochmal weitergeben, um vielleicht zukünftig in Updates oder halt auch als Anregung, da die ganzen Wünsche dann eurerseits vielleicht nicht alle unbedingt, ihr wisst ja immer, wie es ist, gewisse Sachen sind umsetzbar, gewisse Sachen nicht, manche sind dann vielleicht sogar schon berücksichtigt zum Release und manche Sachen dauern halt eben durch ein Update oder eben halt einer grundlegenden Änderung. Ne? So, wir haben jetzt alles abgeladen, das heißt, wir können wieder einsteigen. Starten mal den Motor und werden dann jetzt hier einmal wenden. Hier kann man wahrscheinlich dann auch Fahrzeuge füllen, so wie das aussieht. Das ist, denke ich mal, für die Straßenreinigung dann irgendwann mal notwendig. So, dann sind wir jetzt hier angekommen, fahren jetzt einmal rückwärts rein hier und werden dann unser Fahrzeug abstellen, sodass wir auch den Auftrag abschließen können. So, Handbremse rein. R, F. So, Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Wir können hier die Bude mal wieder zumachen. Ja, und ich würde sagen, das soll es für heute auch gewesen sein, ne, mit der zweiten Folge vom Straßenmeisterei-Simulator. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Ich werde das dann sammeln und dann, dann einfach nochmal vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge dann, wenn wir ein bisschen mehr zeigen dürfen, darauf eingehen. Und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.